Also Einsamkeit ist so eine große Leere und ein Vakuum in einem, was vorher ausgefüllt war von der Ausstrahlung und der Präsenz des Lebensgefährten. Man hat abends gefragt, wie geht's dir heute, wie war dein Tag? Und das ist weggebrochen. Einige liebe Freunde sind auch verstorben. Und jetzt muss man sehen, wie man diese innere Leere ausfüllt. Eva Lang will raus aus ihrer Einsamkeit. Dieser Film begleitet Menschen, die wieder neuen Lebensmut schöpfen wollen. Aus eigenem Antrieb, aber mit Hilfe von außen. Eva Lang hat ihren Partner verloren vor 2 Jahren. Sie wollte den Lebensabend mit ihm verbringen. Ein großer Verlust. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst dich mit dem Schopf da rausziehen aus dem Abgrund, sonst kann dir niemand helfen. Der beste Therapeut kann nur Hilfe zur Selbsthilfe geben. Das ist ja klar. Tun muss ich es selber. Auch die 93-jährige Hildegard Bartels ist einsam. Doch sie hat noch einen letzten treuen Begleiter, Hund Biki. Ich habe mich all die Jahre, so lange wie ich hier lebe, hatte ich immer einen Hund. Und ich habe mich bemüht, bin mit dem über die Felder, das war ja auch mein, ich bin sehr gerne gelaufen und habe den Hund toll versorgt und das hat mir Spaß gemacht. Über 50 Jahre lang arbeitete Hildegard Bartels in den Redaktionen großer Zeitungsverlage. Sie war beliebt, führte ein aufregendes Leben. Ich war ein geselliger Mensch, aber werden Sie mal 93 Jahre alt. Was da noch bleibt, was da an Umfeld wegbricht, an Verwandten, an Freunden, an Kollegen, an Vergangenheit. Sie werden immer einsamer. Zwangsläufig. Trotzdem, ins Alters- oder Pflegeheim will Hildegard Bartels erstmal nicht. Ich habe noch so eine gewisse persönliche Selbstständigkeit. Ich kann eine Zigarette rauchen, wenn ich will. Ich kann auch ins Bett gehen, wenn ich will. Hildegard Bartels lebt allein zu Hause. Auch sie hat keine Familie. Das Gehen schmerzt seit einer Hüft-OP vor 5 Jahren. Und jetzt kann ich gar nichts mehr und sitze hier und warte, bis der Tag rum ist. Da geht einem das Leben durch den Kopf und es ist oft sehr, sehr deprimierend. Ihre einzige Abwechslung inzwischen, das Fernsehprogramm. Am besten, du bleibst sitzen und wartest auf das Ende. Lenningen, eine Gemeinde am Rand der Schwäbischen Alb. Hier lebt Hans Feller. Für seine 92 geht's ihm noch ganz gut. Auch der ehemalige Lehrer ist allein. In seinem Haus, das er vor über 40 Jahren für seine Familie gebaut hat. Das ist meine Frau. Nach ihrem Unfall, den sie damals hatte, konnte sie nicht mehr gehen, sondern war voll im Rollstuhl. Bis zum Tod. Und das ist die Tochter, die in Schondorf lebt. Weit weg. Ihre Besuche selten. Vorher war ich ja regelmäßig mit dem Albverein unterwegs. Als meine Frau dann gestorben war, habe ich das wieder aufgenommen. Ich bin früher sehr viel gewandert, aber es geht jetzt eben alles nicht mehr. Und jetzt geht das Kribbeln zuerst hier rein und dann um den Knöchel. Und jetzt geht es eben immer mehr rauf. Und wenn ich gehe und stelle mich dann hin, dann verkrampft das richtig. Ne? Das Haus verlässt Hans Feller immer seltener. Gespräche mit Nachbarn wie früher gibt es längst nicht mehr. Die Nachbarn, die so nach und nach kamen, die sind ja alle gestorben. Und dann kommen junge Leute nach und die sind eben den ganzen Tag berufstätig. Und da gibt es dann wenig Kontakte. Und damit muss man fertig werden. Ne? Hans Feller will nicht einsam sein. Er hat von einer Initiative erfahren,
die ihm helfen könnte. Zurück zu Eva Lang. Sie wagt einen ersten Schritt. In der Trauergruppe von Prälat Martin Klump in Stuttgart kann sie über den Verlust ihres Lebensgefährten sprechen und zuhören. Wie verarbeiten andere den Tod eines geliebten Menschen? Was für Gefühle macht es, wenn sie irgendwo sind und das sind Paare? Das ist halt wahnsinnig traurig, dass ich jetzt alleine da sitze. Mhm. Das heißt, in der Trauer ist auch so ein Gefühl von Ohnmacht. Ohnmacht. Und Ohnmacht macht. Genau, also Ohnmacht ist eigentlich ein sehr gutes Wort. Weil sie irgendwie wie rausgefallen sind aus diesen normalen Beziehungen, die sie hatten. Ich höre immer wieder, man ist wie amputiert, gell? Man ist wie durchgeschnitten oder zerstückelt. Man ist nicht mehr ganz. Das heißt ja, es ist eine riesige Wunde. Ja. Und es ist natürlich im Alter besonders schmerzlich, wenn man weiß, das ist jetzt so die Endstation. Die ganze Hoffnung und die Freude, dass man im Alter noch jemand gefunden hat, mit dem man vielleicht noch eine gute Lebenszeit verbringen darf, das ist alles zerbrochen. Mhm. Ich glaube, man muss eher versuchen, aus der Trauer Liebe zu entwickeln. Also eine Verwandlung versuchen, aber loslassen geht überhaupt nicht, denn wir sind doch dauernd mit unserem geliebten Menschen verbunden. Oder können Sie das? Also ich kann das nicht. Heißt es, dass Sie das Gefühl haben, für mich gibt es gar kein neues Leben? Nein, da gibt es jetzt eben ein, wie man es immer so schön sagt, in Würde, eben noch ein Überleben, solange man noch da ist, mit Hilfsmitteln, malen, singen, was man alles so machen kann, für andere noch was tun. Aber diese Grundeinsamkeit, die ist jetzt eben einfach massiv da. Die Trauergruppe fängt sie auf. Immerhin. Man muss sich nicht verstellen wie bei anderen Menschen, die fragen, ja, es geht dir doch gut und so, sondern man kann sagen, es geht mir schlecht. Man kann auch mal weinen, wenn es einem danach ist. Insofern bringt es einem viel. Schon ihr halbes Leben wohnt Hildegard Bartels in dieser Wohnsiedlung in Stuttgart-Möhringen. Immer allein. Die letzten Wochen waren schwer für die 93-Jährige. Hund Biki ist gestorben. Umso wichtiger, dass sie wie jeden Morgen Besuch vom Pflegedienst bekommt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Frau Bartels. Guten Morgen. Na, wie geht's? Haben Sie einigermaßen geschlafen heute? Ja, ein bisschen mit Unterbrechung, aber es hat geklappt. Axel Weltner ist heute nicht nur als Pfleger im Einsatz. Er weiß, wie viel Biki Hildegard Bartels bedeutet hat. Frau Bartels, Kollege hat mir erzählt, dass sie das noch arg mitnimmt, auch mit ihrem Hund. Ganz furchtbar. Der ist vor 3 Wochen gestorben. Es war schrecklich, war ganz schrecklich und war so ein gutes Tier. Musste eingeschläfert werden. Das war schlimm. Das arme Tier hat gelitten. Aber war so ein treuer Schnuffen. Jetzt bin ich total vereinsamt. Ja, das ist so das Tragische auch am Altwerden, gell? Dass die eigenen Lebensgefährten nach und nach gehen. Und wenn dann noch der Hund dazugeht, das ist schon hart. War ganz schlimm. Und es ist auch ganz schlimm. 12 Jahre lang war Biki ihr treuer Gefährte. Axel Weltner macht sich große Sorgen. Wie wird die alte Dame den Tod ihres Hundes verkraften? Wir erleben viele alte Menschen, die auch sehr unter Vereinsamung leiden. Aber wenn man so eine Situation anschaut wie bei der Frau Bartels, ist es schon noch schade, dass man nicht mehr Zeit dafür hat oder für zusätzliche Kräfte, die dann nur zur Betreuung kämen. Bis zu 15 Pflegebesuche muss Axel Weltner an einem Vormittag erledigen. Im Schnitt 20 Minuten pro Besuch. Für mehr als ein paar liebe Worte keine Zeit. Ich sitze oft den ganzen Tag hier und rede kein Wort. Mhm.
Und das ist ganz furchtbar. Und je älter man wird, umso mehr bricht das Umfeld weg. Wer hat schon Zeit für den anderen? Ich gehe da von mir selber aus. Ich habe auch vor 30, 40 Jahren liebe Verwandte gehabt. Denen habe ich auch öfter gesagt, ach, ich komme mal vorbei und grab euch Vorgärtel um. Ja, ich habe das nie gemacht. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern war nicht so wichtig. Heute denke ich da oft darüber nach. Man sollte sich über seine Mitmenschen viel mehr Gedanken machen. Ja, verstehe ich. Frau Bartels, wir bleiben Ihnen treu. Wir kommen täglich weiter. Ja. Wir versuchen unser Bestes. Und ich freue mich, wenn ich Sie wiedersehen darf. Ja. Gell? Bis nächstes Mal. Ade. Ich stelle Ihnen noch den Rollator her. Eine alte Freundin aus Frankfurt ist die einzige, mit der sie noch regelmäßig Kontakt hat. Und manchmal bis in die Nacht telefoniert. Sie will schon lange zu Besuch kommen, aber Frankfurt ist weit. Wieder in Lenningen bei Hans Feller. Er hat sich einen Ruck gegeben und die Initiative Unser Netz angerufen. Die Leiterin Gabriele Rieke besucht den 92-Jährigen. Er will wieder unter Menschen. Das Laufen macht Schwierigkeiten. Also ich kann gerade noch das Mittagessen kann ich noch holen, aber jetzt einkaufen, das wird bereits schwieriger. Mir ist wichtig, dass Sie so viel wie möglich noch tun können und dass Sie das, was Sie seither gemacht haben und was Ihnen Freude gemacht hat, dass Sie das weiterhin machen können. Gell? Schön. Wir könnten jetzt zum Beispiel so machen, dass Sie einen Besuchsdienstmitarbeiter kriegen, wie Sie es brauchen, und dann mit dem besprechen, was Sie gern machen möchten und wo Sie hin müssen. Ja, wenn das möglich ist, ja. Über 100 Ehrenamtliche engagieren sich beim Netz. Sie betreuen und begleiten Senioren wie Hans Feller. Zu Hause, bei Einkäufen oder Arztbesuchen. Während Sie Ihre Frau gepflegt haben, da hat er dann schon das mit den Kontakten nach außen ein bisschen aufgehört. Ah ja, freilich. Vielleicht hätte ich nach dem Tod meiner Frau noch einer Gefährtin sein können. Aber wenn man ein Leben lang zusammen ist, hat meine Frau war die erste, mit der ich Kontakt hatte auf weiblicher Seite. Und da wollte man dann einfach nichts anderes mehr. Und jetzt sind es eben schon 8 Jahre. Hans Feller hat 8 Jahre gebraucht, seine Trauer zu verarbeiten. Jetzt mit 92 hat er sich noch mal entschlossen, etwas zu tun. Also ich finde, dass diese soziale Teilhabe, dieses nicht immer allein sein müssen, was ganz arg Wichtiges ist, weil es einfach, man fühlt sich nur integrierter, man nimmt noch mehr am Leben, am Geschehen teil und man vereinsamt nicht so stark. Und mit dieser Vereinsamung fängt dann manchmal so eine Spirale an, die einen immer weiter runterzieht und wo dann Dinge, die einem sonst vielleicht nichts ausmacht, in dem Moment der Vereinsamung dann aber groß werden und ein Problem werden und einfach mehr an Bedeutung gewinnen. Der Verlust des Lebensgefährten, wie bei Hans Feller, die häufigste Ursache für Einsamkeit im Alter. Die Betroffenen leiden im Stillen. Auch Eva Lang will unter Menschen. Sie geht zum Mittagessen in die Stadtmission der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. Hierher kommen immer mehr Senioren wie sie, alleinlebend mit kleiner Rente. Aber nicht, dass du mir Gesellschaft machst. Aber natürlich, so eine hübsche Frau wie dir muss man doch Gesellschaft leisten. In der Stadtmission hat Eva Lang Bekanntschaften gemacht. Die Gespräche tun ihr gut. Ablenkung vom Alleinsein. Ich komme auch aus Einsamkeit hierher. Ich bin dann unter Menschen, man kann sich nett unterhalten. Also ich fühle mich hier sehr wohl und aufgefangen, sagen wir so. Sie ist super sympathisch, ne? Ach, danke schön. Ja. Ist sehr lieb. Also man hat hier Zuwendung. Nur 2 Euro kostet das Mittagessen. Spendengelder und Fördermittel machen es möglich. Der tägliche Besuch bei Diakon Peter Meyer soll für jeden bezahlbar sein. Die Gefahr, dass sie zu Hause vereinsamen, weil sie sich die Teilnahme am Leben draußen nicht leisten können, die ist sehr groß. Jemand, der auf der Straße lebt oder bettelt, den sehen sie dort immerhin.
die Menschen, die zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie mit sich anstellen sollen, die sehen sie dann im Straßenbild nicht, sind aber ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Und an diese Menschen wenden wir uns. Eva Lang war Schauspielerin am Theater und später Buchverkäuferin. Ihre Rente reicht gerade zum Überleben. Durch die niedere Rente kann man sich fast nichts leisten. Das ist richtig, danke. Kein Urlaub zum Beispiel. Gott sei Dank hat man kein Auto, kein Internet, habe ich alles nicht. Also größere Anschaffungen sind nicht möglich. Insofern verstärkt es auch das Alleinsein, dass man nicht richtig teilnehmen kann am Leben. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Einsamkeit, vor allem Ältere. Viele haben nur wenig sozialen Kontakt. Beim Seniorentelefon der Evangelischen Gesellschaft können sie ihre Sorgen loswerden. Einmal die Woche erhält Hildegard Bartels einen Anruf. Evangelische Gesellschaft, Seniorentelefon, Dreiklang, Weingartner. Frau Bartels, guten Tag. Guten Tag, Herr Weingartner. Der 68-jährige seheingeschränkte Gerhard Weingartner ist einer der vielen Ehrenamtlichen, die vor allem eines tun: zuhören, um die Einsamkeit zu lindern. Ja, ist einigermaßen erträglich für Sie heute? Ja, ich bin sehr traurig. Ja. Weil ja mein Hund gestorben ist. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich bin noch sehr nah. Ja, ja. Und das macht mich ganz fertig. Ja. Mein Leben ist völlig aus den Fugen geraten, will ich mal sagen. Ja. Mein früheres Leben ist gar nicht mehr vorhanden. In keinster Weise. Ist Ihre Lebensfreude jetzt doch stark eingeschränkt, denke ich? Ja, ja. Meine Lebensfreude, ich bin schon froh, ja, wenn ich das Leben einigermaßen. Ich bin manchmal sehr traurig. Ja, ja. Ich gebe mir Mühe, einigermaßen das Leben noch zu meistern. Aber das fällt oft sehr schwer. Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht, ich möchte aber auch trotzdem nicht gerne sterben. Ja, ja, ja. Habe ich Angst davor? Ja, haben Sie Angst davor, ja. Wir wünschen uns, dass wir uns noch sehr lange mit Ihnen unterhalten können, Frau Bartels. Ja, ich möchte auch noch gar nicht sterben. Ich bin schon längere Zeit mit der Frau Bartels im Gespräch und bin immer wieder berührt, wenn das Thema der Einsamkeit kommt. So, wenn sie dann erzählt, dass sehr wenig Lebensfreude noch vorhanden ist. Weil sie hat mir erzählt, wie früher sie aktiv war, über die Berge ging, eine interessante Tätigkeit bei der Stuttgarter Zeitung hatte. Und das fehlt ja immer, das berührt mich schon, ja. Bis nächsten Mittwoch wieder, Frau Bartels. Ja. Freue ich mich drauf, gell? Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Zeit. Also tschüss, Frau Bartels. Ade. Ade. Hans Feller in Lenningen kriegt Besuch. Gabriele Rieker, die Leiterin vom Netz, ist fündig geworden. Sie bringt Günther Rudolf mit. Der 63-Jährige hätte Zeit, könnte sich ehrenamtlich um Hans Feller kümmern. Gabriele Rieker hofft, dass die beiden miteinander klarkommen. Sie haben ja gesagt, dass Sie gern mehr Unterstützung hättet. Ja. Und wir haben ja überlegt, wie man das machen könnte. Und sind dann auf die Idee gekommen, dass Sie einmal in der Woche dann einen Besuchsdienstmitarbeiter von uns kriegen. Und deshalb habe ich Ihnen heute der Herr Rudolf mitgebracht. Oh. Der Herr Rudolf ist bei uns zum einen engagiert als Fahrer und als Rat- und Tatmann und auch als Besuchsdienstler. Jo. Wie lange machen Sie das schon? Oh, seit 2010. So. Ja gut, ich habe das angefangen, nicht ganz ohne Selbstschutz. Man wird hofft, wenn man irgendwann selber mal älter wird und Hilfe braucht, dass man da das quasi auf Vorschuss gemacht hat. Ja. Mhm. Wenn man da selber jemanden braucht, dass man auch jemanden hat, den es gesagt hat. Meine Eltern, die sind 87 und 90 waren, da ist man irgendwann auf Hilfe angewiesen. Und kann ich mich dann regelmäßig an Sie wenden? Ja, dann können wir das gleich so machen, dass wir die erste Tour gemeinsam machen. Fahren wir zusammen zum Seniorennachmittag, Kaffee trinken. Ja, no, das ist mal ein Start, nicht? Ja. Für mich, für was Neues, aber das mir weiterhilft. So mag ich das, Herr Rudolf. Das sind diese hochengagierten Ehrenamtlichen. Okay. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil ich hatte so den Eindruck, die haben gleich einen Draht zueinander gehabt, die haben gleich Gesprächsthemen gehabt, da war gleich was zwischen denen. Und von daher gesehen bin ich sehr zuversichtlich. Es ist Sommer geworden. Eva Lang wird immer aktiver. Im Café Piano der Evangelischen Gesellschaft treffen sich regelmäßig ältere und einsame Menschen.
Genau das Richtige für Eva Lang. Die Atmosphäre heiter und unbeschwert. Doch Eva Lang ist heute nicht hier zum Kaffee trinken und plaudern, sondern sie will andere unterhalten. Natürlich, das Haus steht auf dem Kopf. Ihr Mann schwitzt Blut, der arme Tropf. Seit 14 Tagen so rast er rum, er ist so halber taub und dumm. Doch schließlich kommt auch der Moment, wo die Frau und das Haus in Ordnung sind. Vergiss nix, merkt der alles drum, sonst spuckt's fei, wenn er wieder komm. Ins Wirtshaus laufen, Gott's fei nicht. Um 9:30 liegst im Bett. Bloß treib's nicht zu bunt, um was du bitt. Sonst do und mache, was du willst. Hier bin ich in Gemeinschaft, hier finde ich Ansprache, sehr liebe, nette Menschen, wo man auch ernste Themen besprechen kann. Also es geht nicht immer so lustig bei uns zu wie heute. Meine Mutter sagte immer, ihr Fernseher ist ihr Witwentröster. Da saß man vorm Fernseher, das gab's damals schon, aber sonst war's furchtbar. Und heute kann man in Gesellschaft, in Gemeinschaft, man kann zu uns hier und Gemeinschaft finden, aber man muss es suchen. Man muss raus, man muss es, wenn man daheim sitzt, geschieht überhaupt nichts. Es kommt niemand und sagt, komm. Also das ist unbedingt, weil die Schicksalsbücher sind voll, sage ich immer, bei den alten Menschen. Ja. Es werden auch kaum mehr Freundschaften geschlossen, das geht gar nicht mehr. Martin Schneider kennt die Probleme alter Menschen. Er ist vom Gerontopsychiatrischen Beratungsdienst. Heute will er mit Hildegard Bartels sprechen. Die 93-Jährige hat Angst vor dem Sterben. Ich grüße Sie. Das Thema der eigene Tod, das eigene Sterben, macht ihn zu schaffen. Gottes Güte und Barmherzigkeit, daran zu glauben, das fällt mir sehr schwer. Alleine sterben zu müssen. Ich habe Angst davor. Beklemmungen und manchmal Stunden oder Abende, wo ich hier sitze und keine Luft kriege oder Beschwerden habe und denke, jetzt muss ich sterben. Und dann bin ich ganz alleine. Aha. Obwohl mir das auch nicht hilft. Was soll es einem helfen? Sterben muss jeder alleine irgendwie. Ja. Aber so dieses Gefühl, so alleine zu sein? Ja. Dass jemand bei mir ist und mir vielleicht die Hand hält oder sagt, gut, dass es dich gegeben hat. Ich hätte mir vor 10 Jahren nie vorstellen können, dass ich mal so krepiere. Sind Sie so schrittweise immer Verluste? Ja, alleine sitze und niemand hat. Ich bin mit 85 alleine nach Korsika gefahren mit meinem Auto. Jetzt habe ich kein Auto mehr, nichts mehr. Ich kann nicht mehr vor die Tür. Ich kann doch nicht mal mehr ein Brot kaufen. Auch Hildegard Bartels hat nur eine kleine Rente. Einen privaten Pflegedienst für Ausflüge oder Spaziergänge kann sie sich nicht leisten. Sie würde gerne viel mehr teilhaben am Leben, aber das geht nicht mehr. Und das ist sehr tragisch für sie, weil sie in ihrem früheren Leben einfach so aktiv war. Und das wiegt dann doppelt schwer. Das ist für uns Helfende dann auch schwierig, damit umzugehen, weil wir können diese Einsamkeit gar nicht so abstellen. Schritt raus aus der Einsamkeit. Hans Feller geht ihn gemeinsam mit Günter Rudolf, dem ehrenamtlichen Helfer vom Netz. Seniorennachmittag im Gemeindehaus. Auch Hans Feller kann wieder dabei sein, dank Günter Rudolf. Das ist ein gewaltiger Vorteil. Ohne ging es ja wahrscheinlich nicht mehr zu lange. Und so besteht eben die Möglichkeit, dass ich noch mehr unter die Leute komme wie sonst. Das Alleinsein, das ist eine Zeit lang nett, aber auf Dauer ist anstrengend. Ja, dann versuchen wir das, dass wir das so lange gemeinsam auf Dreie kriegen, dass wir miteinander fortkommen. Ja.
Ein- bis zweimal die Woche will sich Günther Rudolf in Zukunft um Hans Feller kümmern. Man kriegt auch was zurück. Es ist ja eine Bereicherung für einen selber. Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwie aufopfert oder für irgendjemanden macht. Wie gesagt, es kommt immer was zurück, wo man auch wieder positiv für sich aufhört und sagt, ja, man, wenn er sich jetzt freut, dass er fortkommt, ist ja auch schön. Und das gibt mir selber gut. Und ich sage es nochmal, ich hoffe, wenn jemand braucht, dass das noch immer noch gleich ist. In der Gemeinde Lenningen ist man stolz auf das Netz. Das gegenseitige Füreinander gibt den alten Menschen viel. Es ist so ein schönes Miteinander und was halt nicht ist nur vom Land. Man sieht noch vom anderen, was er macht und man hilft auch. Und es macht Freude. Das ist irgendwie, man ist da dabei und es ist schön. Die Initiative Unser Netz wurde kürzlich mit dem Pflege-Innovationspreis ausgezeichnet. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie ein Netzwerk älteren Menschen ein eigenständiges Leben ermöglicht. 2 Monate später. Eva Lang startet jetzt richtig durch. Und zwar für einen guten Zweck. Die 80-Jährige ist Teil einer orientalischen Tanzgruppe. Heute tritt sie vor anderen Senioren auf. Auch für Eva Lang eine willkommene Abwechslung. Das ist gut gegen die Traurigkeit und die Einsamkeit. Und deshalb mache ich damit. Der ganze Körper wird davon ergriffen. Wir bestehen ja nicht nur aus Körper, sondern Seele und Geist. Und das wirkt dann wunderbar zusammen. Und es verbindet uns auch spirituell. Meine lieben verstorbenen Freunde, ich habe ja schon einige drüben und zuletzt mein Lebensgefährte. Ich habe das Gefühl, die schauen mir dann manchmal zu. Und es ist ein schönes Gefühl. Und es hilft auch gegen die Traurigkeit. Solange ich noch einigermaßen gesund bin, möchte ich auch anderen noch was geben. Und nicht nur egoistisch für mich leben. Denn wenn ich dann nichts tue, wenn ich dann allein bin, dann überfällt mich das die Trauer wieder. Und das ist ganz schrecklich. Der lang angekündigte Besuch aus Frankfurt ist da. Cornelia Sick ist Hillegard Bartels letzte und einzige Freundin. Gemeinsam haben sie vor über 30 Jahren bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet. Ja, wir haben lange Zeit nichts voneinander gehört und jetzt so seit 8, 9 Jahren haben wir wieder Kontakt und telefonieren regelmäßig. Ne? Allerdings kann ich die Frau Bartels nur anrufen, wenn ich am nächsten Morgen keine frühen Termine habe, denn wir reden... Sie telefonieren ewig. Wie, du telefonierst ewig? Nein, du. Neulich war es bis um 7:30 morgens, deshalb jetzt muss ich dann doch mal ins Bett. Also wenn du anrufst, dann weiß ich, das wird die Nacht der langen Messe. Ja, weil ich mich nie traue aufzulegen, weil ich denke, oh, jetzt sitzt die alte Bartels in ihrem Sessel und ist verzweifelt, weil sie niemanden mehr zum Schwätzen hat. Da fühle ich mich auch richtig gut, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Weil ich weiß, damit habe ich ihr eine Freude gemacht, sie hat mir aber auch schon so wahnsinnig viel gegeben. Sie hat mir schon unheimlich viel erzählt, ich habe von ihr auch schon unheimlich viel gelernt. Also das ist schon so eine Win-Win-Situation, denke ich. Und ich hoffe, dass wenn ich mal so, falls ich so alt werde wie sie, dass ich das so gut hinkriege, wie sie das hinbekommt, weil es ist schon, doch, also komm, das ist schon toll, wie du das machst. Ja, alt werden ist doch nichts für Feiglinge. Nein, das ist kein Job, also das ist wirklich kein Job für Feiglinge. Sag's doch immer. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es sowas gibt. Damit Hildegard Bartels wieder positiv in die Zukunft schauen kann, hat Cornelia Sick ein Geschenk für ihre Freundin mitgebracht. Kater Erwin. An die neue Umgebung muss er sich jedoch erst noch gewöhnen. Nein, jetzt komm. Komm, die Kater. Jetzt gehen wir mal zum Frauchen, zur Chefin. Oh. So, komm, die freut sich schon. Achtung, hoher Besuch. Oh. Ach, die kann. Ich bin ganz gerührt. Es gibt manchmal noch Wunder, die man nicht mehr erwartet, nachdem man, wenn man so hilfsbedürftig ist und plötzlich doch noch Menschen da sind, die ein Gefühl haben für ihre Mitmenschen und nicht nur 0815 ein
behandeln wie den letzten Dreck. Bevor Kater Erwin nach draußen darf, muss der Balkon im vierten Stock noch gesichert werden. Fachmännisch spannt die 61-Jährige ein Netz über die ganze Breite des Balkons. Es soll verhindern, dass der neue Mitbewohner von Hildegard Bartels über die Brüstung springt. So, na, fangen wir jetzt mal an. Wir machen jetzt mal ein hier in den Winter. Wir fangen jetzt einfach an, ganz locker in die Knie zu fallen, unsere Arme auch und die Schultern ein bisschen zu bewegen und ein bisschen mit den Schultern wackeln, runterziehen und langsamer werden. Seniorenfrühsport in Lenningen. Hans Feller besucht noch ein Angebot vom Netz. Man bleibt ja nicht so in Bewegung. Das ist immer wichtig. Man kommt auch unter die Leute. Das ist das andere. Nicht? Gemeinsam turnt sich's besser. Hintere Beine fest im Boden. Richtig nach hinten raus. Auch für seine kribbeligen, kranken Beine kann Hans Feller wieder etwas Gutes tun. Fürs Fit werden oder fürs Fit bleiben, ist es ganz arg wichtig, dass man unter die Leute geht, dass man sich ein bisschen bewegt und dass man einfach auch offen ist und aufgeschlossen. Ganz wichtig. Hier findet es einfach jemanden, die im gleichen Alter sind, die gleichen Interesse haben. Und wir machen einfach auch eine Stunde lang mit ihnen was. Und wir gehen noch spazieren und da findet sie sich auch in Gespräche zusammen. Das ist auch ganz wichtig. Und unser Motto heißt ja wirklich BOS, bewegen, unterhalten und Spaß haben. Und wir lachen auch ganz arg viel. Seit dem Tod ihres Lebensgefährten lebt Eva Lang allein. Im Ludwigstift in Stuttgart. Heute möchte sie mit der Leitung des Hauses eine Idee besprechen. Frau Toni. Ja, Frau Lang. Sind Sie da? Ja, klar. Darf ich? Ja, kommen Sie ruhig. Hallo. Der Herr Wiegel ist aber auch gerade da. Oh, das ist aber schön. Hallo, Frau Lang. Grüße Sie. Guten Tag. Hallo. Schön. Ich habe meinem verstorbenen Lebensgefährten immer Märchen vorgelesen. Jeden Abend eins und das hat ihm sehr gefallen. Und dann dachte ich, das könnte ich doch weitermachen. Also wenn es Ihnen recht ist, würde ich die kleine Meerjungfrau lesen. Also ich finde es eine ganz tolle Idee. Ich glaube, das ist auch was, was die Menschen, die bei uns leben, gerne hören würden. Und ich war sofort begeistert, wie Frau Toni mir das berichtet hatte und habe gesagt, ja, können wir das nicht machen für alle, wie gerade Frau Toni schon gesagt hat. Von dem her eine klasse Idee. Dann freue ich mich, dass es so angenommen wird. Oder ja, das freut mich wirklich Fall. Sehr. Ich finde es halt wichtig, dass man auch für andere noch was tut, gell? Und nicht bloß Kaffee trinkt oder Hobbys pflegt. Ja. Die Frau Lang hat mir ja erzählt, dass sie sich auch ehrenamtlich engagiert, um auch ihrem eigenen Einsamkeitsgefühl oder Alleinsein entgegentreten zu können. Das ist natürlich auch ein toller Aspekt, weil ich finde, Ehrenamt soll ja immer beides sein. Es soll für einen selber ein Gewinn sein und für die anderen. Und dann wird es auch gut. Einen Termin fürs Vorlesen gibt's auch schon. In ein paar Tagen. Beim nächsten Seniorennachmittag. Ich freue mich. Natürlich ist es auch eine Verantwortung und ich hoffe, dass ich der gerecht werden kann. Bis dann. Endlich wieder etwas Bewegung. Freundin Cornelia hat Hildegard Bartels zu einem Spaziergang überredet. Allein traut sich die 93-Jährige kaum noch raus. Atme mal tief durch, dass die Lunge ein bisschen frische Luft kriegt. Ich versuche das ja immer, aber das kostet mich wahnsinnig viel Kraft und viel Energie, dass ich sage, das muss ich machen. Und dann bin ich ganz stolz, wenn ich nach einer Stunde wieder zu Hause im Sessel sitze und mich von den Strapazen erhole. Das machst du aber prima. Ich finde das klasse, dass du dich dann wirklich selbst so aufraffst.
deinen aber inneren Schweinehund überwindest. Aber das schaffe ich nicht immer. Das kostet mich immer sehr viel Energie. Auch die Angst vor einem Sturz ist groß. Die Beine sind schwach geworden vom vielen Sitzen. Jetzt gehen wir doch wieder sofort nach Hause. Nee, komm. 50 Meter packst du. 5 Meter? 50. Oh Gott. Ich muss einen Moment. Nein. Atme mal tief durch. Ja. Die 93-Jährige hat genug für heute. Zu Hause wartet ja auch noch Kater Erwin. Es ist Februar geworden in Lenningen. Zwischen Hans Feller und Günter Rudolf läuft es inzwischen richtig gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Schönes Wetter. Winter ist Winter. Hans Feller muss in den Supermarkt. Einkäufe für die kommende Woche. Der 92-Jährige ist Stammkunde hier. Hallo. Hallo, Herr Feller. Guten Morgen. Mit Leid, wo jeder, grüß Gott, Herr Feller sagt, grüß Gott, Herr Feller, dann sieht man, dass man mit Leid unterwegs ist, die irgendwo Respektspersonen sind und die, wo man auch kennt im Ort. Und dann geht man regional einkaufen oder im Ort sowieso. Und dann gut, dann gehen wir weiter. Man auch, ist man auch bekannt. Seit über 30 Jahren kauft Hans Feller hier ein. Er kennt sich aus zwischen den Regalen. Günter Rudolf behält derweil die Einkäufe im Blick. Was brauchen wir sonst noch? Rote Beete-Salat, Brot, Butter, Geißburger, zweimal Suppe, das haben wir ja da gerade, ne? Käse. Bis jetzt ist schon nicht verhungert. Immer wenn ich wieder komme, ist schon fit und fidel, also von dem her müsste es mit Sicherheit reichen. Hans Feller und Günter Rudolf. Ein Tandem, das sich gut versteht. Die ehrenamtlichen Betreuer kümmern sich zum Teil jahrelang um ihre Senioren. Häufig entstehen Freundschaften. Man ist ja froh, wenn man mal weniger, nicht immer solo ist. Ne? Ist lang genug, glaube ich, wahrscheinlich. Ja, ja. Ist der Chef, der weiß, was er will. Ja, ja. Also, und da weiß ich, wo ich nachlangen muss. Ne? Die vielen Einkäufe einpacken und nach Hause bringen, das schafft Hans Feller nicht mehr alleine. Gut, dass er jetzt Günter Rudolf hat. Bis vor 3 Wochen kam er zu Fuß, gell? Ja, mit dem Rucksack auf dem Rücken. Aber mit 92 kommt es halt irgendwann mal, dass man nicht mehr ganz so frisch ist. Aber da sind wir da vorbildlich ausgerüstet mit dem Netz. Das muss man auch sagen, gell? Und dann machen wir das auch in der Hoffnung, dass wir mehr alt sind, dass wir auch irgendjemanden noch hin und finden, der mit uns geht. Genau. Gute Zeit, gell? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Günter Rudolf wird zukünftig Hans Feller beim Einkaufen helfen. Bunte Blumen für die kleine Meerjungfrau. Noch eine Stunde, dann beginnt das Vorlesen. Um die Deko kümmert sich Eva Lang persönlich. Sie möchte ihren Gästen heute eine Freude machen. Ich bin schon aufgeregt, ob ich mich richtig äußern kann mit meiner Stimme und meiner Erkältung und so weiter. Soll ich das vorher sagen, dass ich erkält? Nö. Ich wollte es halt nicht absagen jetzt, gell, weil sie es auch alle eingeplant habe und so weiter. Jedes Detail soll stimmen für ihren großen Auftritt. Das ist das Kleid und als ich das gesehen habe, dachte ich sofort, das ist mein Märchenkleid. Ich ziehe mal die Jacke aus. Das hat so wunderschöne märchenhafte Motive. Gucken Sie, Frau Toni, ist mein Märchenkleid. Perfekt. Gell? Und dann habe ich es mir gekauft, obwohl es nicht so billig war. Aber ich dachte, also das ist es. Weil die Tiere finde ich so toll da, gell? Die Gänse und Enten und so, es hat mir so gefallen. Danke, Herr Böck. Hallo, verstehen Sie mich? Das ist schon sehr technisch, oder? Ja. Ich habe mir lange überlegt, welches Märchen ich vorlesen soll.
Ich habe mich dann entschlossen, die kleine Meerjungfrau vorzulesen. Es ist natürlich traurig, aber das Leben ist eben auch oft sehr traurig. Und deshalb finde ich, passt es in jedem Fall. Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Und jede Träne legt unserer Prüfungszeit einen Tag zu. Mir hat es sehr gut gefallen, obwohl ich also nicht so Favorit bin für Märchen. Aber das kannte ich gar nicht, also war es interessant. Ich habe das noch nie gemacht, aber es hat mein Selbstwertgefühl etwas gestärkt, sagen wir so. Günther Rudolph ist Hans Feller inzwischen ans Herz gewachsen. Der 92-Jährige will seinem Betreuer vom Netz etwas mehr über sich und seine Vergangenheit erzählen. Da war er 4 Jahre alt. Das war 1930. Da hat er mich noch kein Mensch gedacht. Und dann kam der Kommiss. Da bin ich Soldat. Da war ich 18. Ab Dezember 1946 bin ich noch im Internat und habe das Abitur nachgeholt und dann in Esslingau Lehrer studiert. Und von da an, ab 1949, war ich noch Lehrer. Mein erster Hauptschulklasse, da habe ich 56 Schüler gehabt. Das war so viel, dass kein Klassenzimmer groß genug war. Wer zuhört, erfährt viel mehr oder lernt viel mehr, wie einer, der selber immer bloß spricht. Die haben aber erst kürzlich wieder einen Spruch gelesen und manche sind, ehret die Alten, verspottet sie nie. Sie waren wie du und du bist wie sie. Und wegen dem, wenn man die Möglichkeit hat, mit Älteren wieder zusammenzutun, die das eigentlich nur vorleben können, ich sage immer, das ist ein Gewinn. Auch für Hans Feller ist Günther Rudolph ein Gewinn. Hoffentlich noch sehr lange. Noch einmal bei Hildegard Bartels. Mein Erwin, mein Mutschili, mein Mietzili, Mutschili. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist ein Lebewesen, was mich wahrnimmt und sich freut, wenn ich um die Ecke komme und reagiert und merkt, dass es mich gibt. Manchmal braucht es nicht viel, um wieder Lebensmut zu schöpfen. Und auch Freundin Cornelia will bald wiederkommen. Auch Eva Lang hat ihren Weg gefunden. 8 Monate haben wir sie begleitet. Durch den Tod ihres Lebensgefährten vor 2 Jahren ist ihr Leben aus den Fugen geraten. Jetzt hat es wieder einen Rahmen gefunden. Es ist mir klar, dass die Trauer nie weggeht. Die ist immer da. Der Partner, der fehlt mir jeden Tag. Aber man muss was tun, man muss raus aus der Einsamkeit. Und vor allem, wenn man etwas für andere tut, das ist sehr hilfreich. Deshalb möchte Eva Lang sich auch weiterhin für die Älteren in der Gesellschaft engagieren. Ich würde mir wünschen, dass die alten Menschen sich nicht abgehängt fühlen, dass die alten Menschen mehr respektiert, mehr geachtet werden und weiter integriert werden in der Gesellschaft. Denn wenn man selber die Kraft nicht aufbringt, ist es sehr schwierig, weil immer wieder werden wir auf uns selber zurückgeworfen, trotz aller Hilfen. Es sind ja Hilfen zur Selbsthilfe. Und da kann man dem Menschen nur wünschen, dass er in sich die Kraft findet, immer wieder da rauszukommen.